scheint so, als wäre der Flansch des Triebwerks nicht stabil genug gewesen. Dämliche Flansch! Kannst du 100.000 Schrott finden? Easy peasy, wenn du ihn gefunden hast, bring ihn hierher. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supraland Crash. Ich weiß nicht, ich bin hier gerade rumgelaufen und auf einmal hat die Dialogsequenz gestartet. Also dachte ich mir, dann starten wir mal hier. Eigentlich wollte ich dorthin laufen und habe mich ein bisschen verlaufen, besser gesagt. Also laufen wir dort mal schnell. Ah, wir können doch einfach hier rüberspringen. Ich bin so doof. Wenn es schon einen Shortcut gibt, waren wir dort schon? Nee. Dort waren wir, glaube ich, noch nie. Nice gelandet. Denn beim Cutten ist mir natürlich auch die logische Konsequenz eingefallen, wie wir diesen Dieb hier... Ja, das war natürlich nicht so smart. Wie wir diesen Dieb zur Rechenschaft ziehen. Ach Gott, das war sehr dumm von mir, ehrlich gesagt. Aber wir kriegen das hin. So. Uno, dos. Das Teil hier rein. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und machen das einfach auf. Yes. Genau so. Jetzt natürlich die Frage. Ach, dieses Springen. Wie kommen wir hier rein? Ist natürlich die nächste Frage der Fragen. Ah, da oben ist Holz. So. Du willst mich nicht fassen. Klar doch. What? Junge. Wir sind nicht so fast. Ist hier dahinter irgendwas versteckt? Nö. Hier ist nur so ein grünes Haus. Hier ist auch so ein Fläschchen. Ah! Können wir die anschießen? Nope. Oh, und Geld. Nice. Geld, 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 Geld. Ja. Hier geht auch nicht viel. Wir hängen fest. So. Ja gut, ich glaube, das war's hier auch so. Oh, da unten ist noch mehr. Ja, nice. Gut. So, was sagst du? Hat der Einbrecher etwas aus dem grünen Haus gestohlen? All das Geld mitgehen lassen? Ups, wir haben das Geld geklaut. Ja, hupsi. So, bevor wir jetzt aber zurückgehen und nochmal die Rakete starten, möchte ich gerne nur was ausprobieren, denn daran habe ich ja überhaupt noch nicht gedacht. Können wir diese Teile einfach selber umlegen? Ach, du mein... Das ist seltsam irgendwie. Aber wie kriegen wir das? Wartet, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt das ja. So. Wenn wir das hier dann so runter, 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 runter und hier anmachen. Okay, das wird automatisch... Das ist kacke. Wie könnten wir das denn unten befestigen? Achso, wir haben ja da kurz Zeit, oder? Wir müssten... Ja, das ist nämlich... Das geht nämlich nicht so weit. Das ist das Problem. Aber wir können ja so machen. Hier hinlaufen. Okay. Und jetzt haben wir hier eine Kiste. Ja, nice. Maximale Münzen. Okay, ja. Finde ich gut. 90, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Waren wir hier schon mal? Ah, ja, das ist mir auch eingefallen. Wir können doch einfach sneaken. Ich bin so dumm. So. Wo sind wir eigentlich jetzt? Jetzt sind wir hier bei dem grünen Dude. Da oben, der Wer ist Waldo, guckt mich so verlegen an. Okay. War jetzt hier eigentlich noch irgendwas, was wir erledigen mussten? Ich bin mir gar nicht so sicher. Denn im Grunde haben wir, glaube ich, alles hier erledigt. Ich würde noch mal gerne kurz an Höhe gewinnen. Einfach nur, um zu gucken, ob noch irgendwo irgendetwas war. Hier kommen wir zurück. Hier brauchen wir noch... Okay, den Force Cube. Ah, hier müssen wir... Wow.
Nee. Das passt schon. Ist okay. Nee. Ha, irgendwie. So. Was brauchen wir hier? Ein orangenes Licht. Hä, aber das ist doch. Eigentlich. Nee, das wollte ich nicht. So. Wartet mal. Ich glaube, das ist zwar nicht gerade der richtige Weg. Okay, nee, das geht gar nicht. Ah, okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich diesen Strahl hier umleiten, hier durchschmeißen. Okay. Gönnen wir uns doch einfach einen Force Cube. Ich meine, wir haben noch nicht so viel Geld, aber das wird schon. Und gehen eine Runde zurück. Dort müssen wir echt auch noch hin. Huiuiui. So. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir mit dieser Rakete starten. Ich hätte noch ultra gerne den Force Cube, aber ich weiß nicht, wo wir noch Geld herbekommen sollten. Das wäre auch noch aus Holz. Ich meine, vielleicht kommen wir ja da hoch. Möglich wär's. Ups, falsches Tool. So, vielleicht können wir hier irgendwie hochklettern kurz mal. Ein bisschen an Höhe gewinnen. Aber dort kommen wir nicht hoch. So. Kommen wir dort ran? Nee. An den Stock kommen wir nicht ran, Leute. Nee, wir nehmen noch das Geld dort oben. Das ist so kacke. Warum dürfen wir dort nicht hoch? Können wir mal weiterbauen? Okay. Ha, gehen wir zur Rakete. Wir werden schon wieder hier zurückkommen. Ich glaube, dass es sicher nicht die letzte Rakete ist, die wir gebaut haben. Von daher, ich habe so ein Gefühl, weil wir haben schon ein bisschen zu viel Schrott wieder. So. Brauchen wir vielleicht endlich den zweiten USB-Stick, um die Flugbahn besser zu berechnen? Diesmal wird es ganz, ganz sicher klappen. Die Wahrscheinlichkeit hat sich verbessert. Ein wenig. Ja, weil wir einfach mehr Schrott nehmen. Das verbessert nicht wirklich die Wahrscheinlichkeit. Wir starten morgen früh. Ja, jetzt starten wir schon früh morgens, okay. Drei, zwei, eins, Liftoff! Ich liebe diese Mucke. Ja, wirklich weit sind wir nicht gekommen, ne? Crashed again, again. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Also ich hab's eh gesehen, aber... Ah, wir sind dort, wo der Dude war. Wow, 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 wow. Was geht denn jetzt ab? Hallo? Ja, what the heck, Alter? Was geht denn hier ab? Das nenne ich aber nicht gerade nett. Da fand ich die Cutscene davor irgendwie netter. Ja gut, das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt von ein paar Monsters überrascht werden, hier überall. Keine Raketen mehr! Die hassen uns alle! Keine Erkundung mehr! Shit! Hä? So, hä? 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 Also es kam gerade in den letzten paar Tagen ein paar Updates, aber diese Raketen hier waren nicht hier. Hä? Ich bin gerade verwirrt, Leute. Diese Raketen waren doch nicht hier. Sie waren doch dort hinten. Okay, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ja, das hatten wir schon. Wir wissen, dass Hildegard Steuergelder für diese Experimente verschwendet. Mein Steuergeld. Okay, ja, verstehe ich. Meine
Keine Raketen mehr. Keine Raketen mehr. Was macht der Typ da? Diese Vampire saugen meine Kunden leer. Was? Diese Vampire saugen meine Kunden leer. Ja, ich muss mich mal konzentrieren. Du stehst wahrscheinlich einfach nur dann dort rum, oder? Ja, klar. So, was geht bei dir ab? Durch den Hintereingang vielleicht. Ich weiß nicht, wohin die Kabel führen. Ah, okay, das gucken wir uns an. Kein Problem. Ich bin immer noch verwirrt, warum die Raketen hier sind. So, keine Raketen mehr, keine Erkundungen mehr, keine Raketen mehr. Okay, keine Raketen. Was? Was wollen wir? Protestieren? Wann wollen wir es? Jetzt. Okay, bin ich wie Esvaldo? Keine Rakete, Rakete. Bitte, Mama. Nein. Kauft euch eine Rakete, die ihr zerschmettern könnt. Oh no, Alter. Raketen, Raketen, Raketen. Okay, gut. Hier bei euch ist alles noch aus dem Weg. Hier ist noch alles normal quasi. Jo, ich glaube, hier hat sich nicht viel verändert. Dann würde ich mal kurz hier rüber gucken, weil das verwirrt mich ja hart. So, dieses Kabel sollten wir eigentlich gucken, wo das hinführt. Hä? Oh, wartet mal, was? Ach so, hier ist nur diese Trennwand weg. Ah, jetzt verstehe ich das ein bisschen besser, muss ich sagen. Irgendwie habe ich da, glaube ich, beim ersten Mal zu wenig auf... Haben wir denen seine Gebeine aufgesammelt? Fuck, nee, haben wir nicht. Weil sonst respawnen die. Ja, okay, das bedeutet wenigstens, wir sind im Level weitergekommen. Ah, nur jetzt sollen wir hier hingehen. Okay, jetzt ist der Moment, oder? Ja, wir können immer noch nichts abfackeln. Lila Bälle haben wir noch. Ja, da ist ja wieder unser Dieb. Ich habe die Sicherheitsvorkehrungen verbessert, extra für dich. Ich habe alle Löcher gestopft. Ups. Harte Arbeit zahlt sich nicht immer aus, Kumpel. So ist das im Kapitalismus. Oh, wow, er hat ein Pflaster. Krass. So, okay. Dann gehen wir einfach mal hier hin, oder? Und gucken, diese Kiste dort hinten haben wir schon gelootet. Vielleicht kommen wir jetzt dort weiter. Eine Idee, upsi, eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall. Oh Gott. Back on track bei Höhenangst. Hä? Okay. Stampf-Damage? Ja. Okay. Oh Gott, ich hasse es so sehr, doll. So. Und hopp. Moin. So. Hat sich hier irgendetwas verändert? Ich weiß aber noch nicht, was uns das jetzt genau bringen soll, dass wir jetzt schießen können. Ich habe ein bisschen Panik, dass hier noch Gegner sind. Jetzt neu. Denn eigentlich brauchen wir immer noch den Force Cube. Daran hat sich ja nichts geändert. Und dafür brauchen wir Geld. Einen Haufen Geld. Wo hat diese Röhre nochmal hingeführt? Ach so, aber wir kommen jetzt auf die andere Seite. Das stimmt schon. Ja, okay. Rein theoretisch würden wir jetzt auf die andere Seite kommen. Ja. Ja, gut. Und jetzt? Hier ist das Teil. Und das war's. Oder wie? Wo? Was bist du? Wow. Was? Ah, hier sind wir. Hier ist auch Force Cube Action. Schmeckchen. Können wir uns da in die andere Richtung ballern? Yes. Okay, nice. Maximale Gesundheit. Das können wir gut gebrauchen. Ja, ich glaube, das war's hier auch. Jo. Okay. Ja, dieser Ort, ich habe mir davon irgendwie mehr versprochen am Anfang, aber ja gut. Boah.
So, ja gut. Dann brauchen wir ja wohl den Force Cube. Wir könnten nochmal in dieses Haus da drüben reingucken, ob es hier vielleicht neuen Loot oder so gibt. Nichts Neues. So. Ja, okay. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Uns fehlt einfach noch der Force Cube und einfach zu viel Kohle, würde ich jetzt mal sagen. So, aber wir müssen so raus. Langsam habe ich es gelernt. Und wir können uns ja einfach wieder zurückschießen nach... Deshalb hätten wir dort hochgehen sollen. Ah, ich will irgendwie diesen Wer ist Waldo-Dude. Leute, ich muss diesen Wer ist Waldo-Dude aufsammeln. Da führt kein Weg dran vorbei. Hi, Dudes. Ja, wir machen das nochmal kurz so, oder? Kann man das irgendwie abkürzen? Ja, ist ja egal. Wir machen das nochmal so originally. Die gelbe Tür. Und versuchen hier schnell hochzukommen. Ja, ja. So, jetzt reicht's. Die gelbe Tür können... Oh Gott, damit ich hier vergessen, dass da runtergehen. So. Hallo, wer ist Waldo? Perfekt. Dort hinten waren wir schon. Also sieht zumindest so aus. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir hier schon mal waren. Aber das passt. That's fine. Dann können wir hier wieder gehen. Jupp, okay. So, ja, den Kabel sind wir schon gefolgt. Hier ist nicht so interessant. Hier regen sich die ganzen Dudes wieder auf. Irgendwas wollte ich, glaube ich, gerade noch machen, aber ich habe es vergessen. Der da oben ist eigentlich eh schon die ganze Zeit. Oh mein Gott, ich habe gerade gecheckt, wie das funktioniert. Wie blöd kann man eigentlich sein? Wir müssen hier eine Kuh... Achso, wir können die ja so reinlegen. Yes. Okay, und jetzt warten wir. Wir warten. Wie jetzt? Ah ja. Schaden mal 2 und noch so ein Teil. Und wie kommen wir jetzt wieder raus? Hä? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich fühle mich ein bisschen verarscht gerade, aber okay. So, wir könnten hier nochmal versuchen, ob wir hier ein bisschen Höhe gewinnen können, ob das irgendwas bringt. Ich würde immer noch gerne dort rüber, aber da müssen wir wahrscheinlich... What the fuck? Ja. Habe ich jetzt beide eingesammelt? Hoffentlich. So. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach hier hin kurz mal. Und diesen Käse nochmal machen. So. Und uns dann dort einfach rüberballern. Bin ich komplett behindert eigentlich? So, fast oben. Und jetzt sind wir auch ganz oben. Jetzt wäre natürlich interessant, ob wir dort noch hin müssen. Aber eigentlich will ich dorthin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir so weit springen können. Okay. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Jawohl. Hat natürlich geklappt. Habe ich mir genau so vorgestellt. Okay. Wo ist das Jump Pad? Das ist das falsche Jump Pad. Wo ist denn dieses andere Jump Pad? Mit dem wir nach Orangenburg zurückkommen. Was sagst du? Durch den Hintereingang vielleicht. Ich weiß nicht, wohin die Kabel führen. Ja, dort können wir noch nicht hin. Wir brauchen den Force Cube. Thank you.
Leute, ich habe ernsthaft vergessen, wo dieser Shortcut ist, der uns zurückbringt. Da werde ich jetzt einfach laufen. So schlimm kann es nicht sein. Zur Rakete und zur Orangenburg. Hier kommen wir aber immer noch nicht durch wahrscheinlich. Ja, das bringt gerade gar nichts. Aber wir können einfach... Warte, wie sind wir nach Orangenburg gekommen überhaupt? Wir sind hier durch und haben uns hier durchschießen lassen. Aber das ist gar nicht mehr da. Ja, moin! Das ist natürlich nicht so praktisch. Ha? Oje, okay. Hat der Dude vielleicht einen neuen Tipp für uns? Ich bin immer noch hier. Häng immer noch an dem Rätsel. Wie sollen wir denn so schnell einen Laser... Ah, ich weiß schon. Wir brauchen so ein Teil. Ah, ich weiß schon, ich weiß schon. So. Hallo. Guten Tag. So, und jetzt machen wir dich einfach kalt. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wobei, für was war das jetzt relevant, dass wir dieses Rätsel gelöst haben? Wir konnten einfach daneben durchgehen. Das war jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. Und wir sind wieder hier. Ich will eigentlich nach Orangenburg. Hier war ich halt auch schon 30.000 Mal. Wie kommen wir wieder zurück nach Orangenburg? Ich will den Force Cube. Leute. Eieieiei. So. Können wir vielleicht... Ne, wir haben kein Holz. Das heißt, wir können hier keine Verbindung schaffen. Das ist auch irgendwie schlecht. Ich weiß auch noch nicht, was uns das bringen soll, so wirklich. Denn dort drüben waren wir schon. Und hier kommen wir immer noch nicht weiter. Hier können wir ja auch nicht weiter gehen. Naja, wir könnten hier hochgehen. Versuchen wir das mal. Ne, und das ist dann halt einfach auch zu hoch. Also wir kommen nicht so weit. Ich meine, wir können das hier machen. Ja, hat nicht so gut geklappt. Aha. Hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Hier muss man jetzt so einen Button drücken. Hallo? Achso. So, um hier rauszukommen und um uns sich wieder hoch zu katapultieren, habe ich mir schon fast gedacht. Aber ja, gut. Moin. Dann gönnen wir uns mal hier hoch wieder zu kommen. Aber wirklich was gebracht hat das nicht, Junge. Das ist komplett useless. Komplett die Zeitverschwendung. Okay, dann gucken wir nochmal nach dem Shortcut. Denn der muss doch irgendwo sein. Wo war denn diese blöde Shortcut? Irgendwo hier. Ja, ich fand es ganz lustig, als ich heute Steam gestartet habe und hier einfach schon wieder 20.000 Updates zu diesem Spiel waren, die ich einfach verpasst habe in der Zwischenzeit. Kaum spielt man mal 4 Tage nicht, gibt es hier einfach 30.000 Updates. Das finde ich aber ganz witzig. Es ist eh cool, dass das Spiel halt auf jeden Fall noch weiter daran gearbeitet wird und verbessert wird und alles. Aber... Ja, ich hätte mal gerne ein bisschen mehr Geschwindigkeit, damit wir hier ein bisschen schneller mit dem Laser ballern können. Das geht mir ein bisschen zu langsam noch. Aber ja, die paar Dudes haben wir erledigt. Auch natürlich nicht schlecht. So, wie kommen wir zurück nach Orangenburg? Das wäre jetzt blöd, wenn das gar nicht geht. Aber das glaube ich nicht. Das Spiel ist eigentlich eh recht smart durchdacht, muss man schon sagen.
Aber ich habe keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle für den Force Cube. Haben weder die Kohle, noch sind wir dort in der Nähe. Das könnte interessant werden. Aber ich bin mir sicher, in der nächsten Folge finden wir dafür eine Lösung. Also würde ich einfach mal derweil Tschüss sagen. Bis dahin. Ciao.